Peter Hasselmann für Bündnis 90 Grüne. Vielen Dank, Herr Präsident. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich erst mal damit aufräumen mit diesen Unwahrheiten, die die AfD heute hier wieder versucht, zum Besten zu geben. Ich würde an Ihrer Stelle zuhören und vor allen Dingen würde ich, wir sind ja im Februar 2019, endlich mal anfangen, mich mit der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages zu beschäftigen und mit der Geschäftsordnung des Vermittlungsausschusses. Denn, meine Damen und Herren, und das ist interessant, wieder einmal versucht die AfD mit dieser Methode, die kennen wir ja schon hier im Parlament, das Parlament und die Verfassungsorgane verächtlich zu machen. Hier ist von Kungelei die Rede, von unsauberen Verfahren. Meine Damen und Herren, an diesem Verfahren, was heute gewählt wird, ist nichts unsauber. Ein Blick in die Geschäftsordnung würde zeigen und deutlich machen, ich rate Ihnen, die Geschäftsordnung des Vermittlungsausschusses einfach mal zu lesen oder an sich zu ziehen. Wenn man vielleicht jetzt auf den Paragraphen 10 mal schaut, weil das haben Sie ja nicht, sonst hätten Sie einen solchen Antrag heute nicht gestellt. Und vor allen Dingen diese Art der Argumentation, Kungelrunde, alles im Geheimen, ohne Aussprache. Es gibt ein klares Verfahren, was die Geschäftsordnung des Vermittlungsausschusses in Kombination mit unserer Geschäftsordnung vorsieht, wie Ergebnisse des Vermittlungsausschusses im Deutschen Bundestag beraten werden. Sorry, da helfen auch drei parlamentarische Geschäftsführer bei Ihnen nicht, um dessen endlich mal Herr zu werden, verdammt noch mal. Sie können es einfach nicht. Und das ist ein Problem. Das ist auch ein Problem für Ihre Fraktion. Sie bringen sich heute wieder in Schwierigkeiten. Was ist das für eine Nummer? Sie haben am Dienstag diesem Verfahren zugestimmt. Der Kollege Große-Brömer hat in der parlamentarischen Geschäftsführerrunde gefragt, und zwar alle, wenn am Mittwoch eine Einigung im Vermittlungsausschuss zustande kommt, sind dann alle mit dem Fristverzicht einverstanden und werden wir das dann am Donnerstagmorgen hier beraten? Ja, war die Antwort, meine Damen und Herren. Und hier heute so einen Hermann zu machen, das geht nicht. Kümmern Sie sich mal darum. Machen Sie mal Ihre Arbeit. Das wäre angesagt. So, meine Damen und Herren, so viel dazu. Der Vermittlungsausschuss sieht eine Ergebnisberatung ohne Aussprache vor. Das war heute vorgesehen. Nichts mit Kungelrunde. Und Herr Müller, zu Ihren Ausführungen noch als Ergänzung. Die Kollegen haben sich einmal gemeldet bei den zwei VA-Arbeitsgruppensitzungen, die länger als 10 Stunden gedauert hat. Und zwar, um Wert darauf zu legen, dass im Protokoll steht, dass sie sich an der Diskussion nicht beteiligt haben. So sieht die Sache nämlich aus, meine Damen und Herren. So, und jetzt. Ich finde das alles ziemlich bemerkenswert, dass man sich unter so einem Aspekt und einer solchen Darstellung und Verhaltensweise hier so aufspielt, meine Damen und Herren. Und jetzt zur Sache. Wir haben im Vermittlungsausschuss einen Kompromiss erzielt. Und das ist ein Wert, wirklich ein guter Wert, denn wir haben die Frage des modernen Bildungsföderalismus damit ein Stück weitergebracht. Wir haben ein deutliches Signal an Eltern, an Lehrer, an Schülerinnen gegeben, dass Bund und Länder gemeinsam Verantwortung tragen wollen für die Herausforderungen im Bildungswesen. Und das ist gut so, meine Damen und Herren. Und dem haben im Vermittlungsausschuss, und da sieht man doch, wie breit dieses Ergebnis getragen ist, diesem Ergebnis haben am Ende alle, bis auf die zwei Vertreter der AfD, die auch keine Aussprache gewünscht haben gestern im Vermittlungsausschuss, haben alle zugestimmt. Und da sieht man doch, wie breit getragen dieser Kompromiss "Wir gestalten einen modernen Bildungsföderalismus" ist, meine Damen und Herren. Und jetzt geht es doch darum, auch beim Digitalpakt sofort deutlich zu machen, das, was wir verhandelt haben, Investitionen vom Bund und von den Ländern in Sachmittel, in Sachausgaben, das heißt in Kabel, aber auch in Personal vorzusehen. Und das muss jetzt auch für den Digitalpakt folgen.
Und, meine Damen und Herren, wir sind doch alle ganz zufrieden mit dem Ergebnis und freuen uns, dass die Länder das auch sind. Ich finde, hier zeigt sich nicht immer Ministerpräsidentenkonferenz, sondern Bundestag, Bundesrat, Vermittlungsausschuss. Das sind die Verfassungsorgane und das war gut so. So, das waren die Erklärungen nach § 10.